Willkommen von IFA 2014, wo wir bei Sennheiser sind. Und zwar haben wir hier neue Kopfhörer, und zwar die Urbanites. Das sind jetzt sogar die XL, dann sind die Over-Ears. Und wir sind natürlich wie immer schön stabil, gute Qualität, wie wir es gewohnt sind von Sennheiser. Kann man auch so schön zusammenklappen, kann man sie ein bisschen angenehmer mitnehmen. Aber natürlich auch super schauen die aus. Gibt es ein paar Farben, ich glaube 6 verschiedene Farben. Die können wir euch dann später mal zeigen. Und wir sind, und ich kann es auch super hier biegen. Wir können auch, wenn wir wollen, hier die Polster austauschen, wenn sie irgendwann mal nach 5 oder 10 Jahren mal vielleicht ein bisschen nicht mehr so schön ausschauen und einfach waschen wollen. Wir sehen von außen auch hier schön eine Metallverarbeitung natürlich. Und wir können es ganz einfach hier in der Höhe verstellen. Aber wenn sie in einer Höhe sind, bleiben sie auch in der Höhe. Also wenn ich dann anfange hier zu wackeln, bleiben sie dann trotzdem genau so weit oben. Und wir sehen auch das Kabel hier drin, wunderschön gelöst. Das schaut auch wirklich sehr, nicht nur schaut Premium aus, sondern ist auch Premium. Und ihr seht ja dann nochmal, dass hier die rechte Seite ist natürlich und hier die linke Seite. Aber wie üblich bei Kopfhörern auf der linken Seite kommt immer das Kabel raus, das ich übrigens auch hier ausstecken kann, wenn ich das hier ganz kurz drehe und dann rausnehme. Auch wie ihr sehen könnt, 1,8 mm, auch schön vergoldet. Hier wurde auch nicht an die Qualität gespart. Ich kann es dann wieder anstecken, umdrehen und dann wird es auch nicht rausfallen. Es gibt natürlich auch hier wieder ein Headset mit dabei. Das sind jetzt die, ist jetzt wahrscheinlich die Samsung bzw. die Android-Variante. Wie ihr sehen könnt, ich könnte Lautstärke regeln, nächsten Song annehmen oder auch wenn jemand anruft, klingelt es dann natürlich auch im Ohr drin. Und hier ist dann auch ein Mikrofon drin. Also ich kann auch hier dann den Anruf annehmen, ohne dass ich das Handy jetzt nochmal rausholen müsste und das Kabel abstecken müsste. Wie ihr sehen könnt, ist es auch gerade mein Samsung Galaxy K Zoom angesteckt. Hier läuft auch die Musik gerade drauf. Kennt ihr vielleicht nicht das Lied, aber ich ziehe es mal kurz an. Ich habe gerade die maximale Lautstärke drin und kann euch ein bisschen sagen, wie es so anhört. Ich höre mich jetzt selber eigentlich überhaupt nicht mehr, weil es wirklich so laut ist. Probiere auch nicht lauter zu reden. Übrigens auch das Kabel ist schön flach. Das wird es auch nicht verheddern oder so. Und genau, das sind schön ausgeglichen. Der Bass ist gut, auch die Höhen und Tiefen, beziehungsweise eigentlich... Ich wollte schon sagen, als ob ich da wäre beim Konzert. Ich kann mich wirklich das nämlich selber nicht hören. Und auch wenn ich die Musik jetzt anhalten würde, das stimmt auch schön von außen die Außengeräusche ab. Und natürlich kann man sich noch mit anderen Leuten unterhalten, auch wenn sie aus sind. Aber an sich, ups, jetzt ist wahrscheinlich zu nah am Mikrofon dran. genau, wenn ich jetzt mich nur unterhalten würde und sie ganz kurz ausmache, ist trotzdem noch ein bisschen Abstimmung drin. Aber man kann sich trotzdem ganz gut unterhalten, ohne dass man sie absetzen müsste. Preislich liegen die bei, Julian, hilf mir kurz. 229. Genau, 229 Euro gibt es ab dem 12. September rum, also Mitte September rum, schon zu kaufen. Wie gesagt, in verschiedenen Farben. Schaut einfach in eure gewohnten Online-Shops rein. Da gibt es sie dann in Schwarz, Plamm, Silber, Gold und so weiter und so fort. Auch hier natürlich, wie gesagt, mit einem sehr schönen Design, innen und außen. Ups, und ja, das war's auch schon. Das war's auch schon von IFA 2014 mit den Sennheiser Urbanite XL. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.